Hallo. Ja, die Versicherung hat Bescheid gegeben, wir sollen alle Geräte auf den Tisch packen, also alle kaputten Geräte, und die dementsprechend aus dem Studio rausholen. Und das machen wir jetzt. Ja, also es stinkt wirklich immer heftiger und darum, also man riecht es mittlerweile sogar schon vor verschlossener Tür. Darum weiß ich echt nicht genau, was da erwartet. Björn und ich hatten schon die Theorie, dass da einfach noch eine Leiche in der Decke liegt. Oh, Scheiße. Alter. Oh, jetzt riecht es auch. Oh. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Oh, ich muss hier Alter. Und es war so von jetzt auf gleich. Ich gehe da wirklich montags rein, ich werde das nicht vergessen. Vor allem auch später erst, um 12 Uhr. So um 13, 14 Uhr. Ich werde das nicht vergessen, dieser Moment von, hier riecht es aber so nach, hier riecht es komisch. Nach so, wie wenn man Tapete abkratzt. Und mit Wasser, weißt du, so nach Renovieren. Und dann dachte ich mir, oh, der Absorber ist runtergefallen. Hier ist ja alles nass. Und dann bin ich so zu dem ersten Gerät. Es ist alles nass. Die Decke. Und ich stand bestimmt 5 Minuten in dem Raum. Und dann bin ich jetzt rüber zu Robin und habe gesagt, Robin, kommst du mal? Okay, Fenster auf ist die erste Sache jetzt, oder? Aber ich will irgendwie auch, dass dieser Prüfer, der kommt, die volle Dröhnung kriegt. Ich will, dass er merkt, wie krass das ist. Weißt du, was ich meine? Also es kommt jetzt so ein Wasserexperte von der Vermieterin. Ich weiß nicht genau, ob der, also mit der Versicherung hat er nichts zu tun. Der ist höchstens von der Hausverwaltung. Und der guckt sich jetzt an, wo das Wasser überhaupt herkam, weil wir haben irgendwie ja immer noch keinen Plan, was genau eigentlich so wirklich passiert ist. Wir wissen natürlich, klar, die Decke ist runtergekommen, ist alles im Arsch und auch alles nass und es riecht nach Pisse und Kacke. Aber mehr wissen wir eigentlich nicht, weil es lief ja dann kein Wasser mehr. Das sind keine offensichtlichen Lecks oder irgendwelchen Rohren da oben. Also der guckt sich das mal an und ja, weiß dann hoffentlich, kann vielleicht zurückverfolgen, wo das Ganze herkam. Ey, und völlig egal, wie groß euer Studio ist, die Tools, die ihr nutzt, sind genauso wichtig wie auch eure Kreativität. Und wenn ihr gute Tools sucht, um euren Klang in euren Tracks nach vorne zu bringen, ganz egal, ob Mixdown oder Mastering, dann checkt unbedingt mal die Plugins von iZotope, zum Beispiel Neutron oder Ozone. Neutron ist perfekt, um Tracks abzumischen. Einen geilen Equalizer und super viel KI dahinter. Das heißt, ihr könnt eure Tracks abmischen lassen von der KI und dann später noch eingreifen, um das Ganze eurem eigenen Ansprüchen anzupassen. Funktioniert richtig, richtig gut. Also iZotope sind da echte Magier. Und genauso Ozone, wenn es einfach darum geht, euren gesamten Track, also die Summe, nach vorne zu bringen. Das Ganze haben wir euch hier unten verlinkt. Gibt es auf sign.de, gibt es alle Plugins von iZotope. Gönnt euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, wirklich geile Quality in euren Tracks einzubringen. Ganz egal, wie groß euer Studio ist, iZotope hilft euch auf jeden Fall weiter. Bringt wahrscheinlich überhaupt nichts, diese Maske. Aber da rieche ich wenigstens nur meinen eigenen Mundgeruch. Also der Geruch, den ich gerade... Also nicht nur, dass er einfach viel heftiger ist als die letzten Tage, der ist wirklich, der ist so richtig beißend. Also ich glaube, so nach den Filmen, die ich gesehen habe und wie da Leute auf Leichengeruch reagieren, dass das so riechen tote Menschen. Also ich glaube, irgendwas verwest da drin, weil es ist mittlerweile wirklich nicht mehr nur Pisse. Es ist so... Boah, ich bin froh, dass meine Nase ein bisschen zu ist, weil... Dann rieche ich vielleicht weniger.
Aber es stinkt immer noch bestialisch. Ich könnte jetzt einiges anstellen, ohne dass man wüsste, dass ich es gemacht habe. So. Ja. Boah, stinkt sogar hier jetzt. Oh, boah, es stinkt überall jetzt, Alter. Na, ja, komm, let's go. Ich halte einfach jedes Mal Luft, damit ich da reingehe. Boah, das ist wirklich der am ekelhaftesten zugeschissene Analog Rhythm, den ich je gesehen habe. Weiß ich nicht. Der gute Lyra. Okay, hier kommt nichts raus. Das tat mir am meisten weh, der neue Kalscherwalcher, ey. Mein Leben lang davon geträumt, mir mal irgendwann einen Kalscherwalcher zu kaufen. Ja, da war ja sogar in dem Display ist da sogar Wasser drin. Ja. Aber man muss sagen, mit der Versicherung ist alles gut gelaufen. Ja, Gott sei Dank. Ja, also ich weiß nicht, darf man den Namen der Versicherung sagen? Versicherung Bombenjob gemacht. Also wenn ihr ein Gewerbe habt oder so, versichert euren Shit, ey. Immer Inventar. Auf jeden Fall. Und zwar, das ist nicht Hausratversicherung. Das ist eine Inhaltsversicherung, eine gewerbliche, mit der ihr sowas macht. Und dann auch wirklich sagen, hey, hier ist Tontechnik drin. Das gibt nochmal eine Extraversicherung genau dafür, weil sonst zahlen die euch nur die Bürostühle. Da muss man wirklich gut beraten sein. Und das lief alles super einwandfrei. Die Versicherung hat gesehen, ah klar, das ist alles im Arsch. Hat bezahlt. Direkt auch eine Vorkasse bekommen. Lief super unkompliziert. Hey, du kannst doch nicht einfach nicht zur Arbeit gehen. Und zwar ist der Typ da, nicht von der Versicherung, sondern ein Wasserexperte, ein Lecksucher, Leckorter, der von der Hausverwaltung kommt und der hat sich jetzt die Decke angeguckt, ist da reingekrochen, also mit einer Leiter, also nicht ganz reingekrochen, sondern hat halt reingeguckt und sich alles ganz in Ruhe und sehr lange angeguckt und irgendwann dann rausgefunden, dass in der Ecke von diesem Schacht, da ist ja so eine kleine Ecke, die aus der Wand rauskommt und da sind wohl Rohrenden von irgendeinem Lüftungsschacht. Die Decke war ja auch so krass abgehangen, ne? Also so, da hätte ja noch jemand wohnen können. Stell dir mal vor, da hätte so ein altes Bett gestanden mit so einer Kette dran oder so. Also ganz kleines. So, mit so noch so ein bisschen Bettwäsche drauf oder so, weißt du. Hätte mich nicht gewundert. Und darunter sieht man, dass Wasser dahin getropft ist zumindest. Und irgendwas ist da runtergekommen. Irgendwas ist aus diesen Belüftungsschlitzen runtergekommen auf unsere Decke quasi. Das ist dann in die Mitte gelaufen, weil sie da ein bisschen durchhing. Und ist dann irgendwann, hat sie dann vollgesogen und ist dann relativ schnell auch, der meinte wahrscheinlich innerhalb von wenigen Stunden, halbe Stunde, Stunde, irgendwie so, und ist dann eingebrochen mit der ganzen Last. Und das muss wohl irgendwie aus den Wohnungen drüber, irgendwie aus der, irgendwas in die Lüftung reingekommen sein. Vielleicht Regen, vielleicht, man weiß es nicht. Also der Prüfer, sehr lustiger Mann, der hatte so ein Gerät dabei, so ein Feuchtigkeitsmesser oder was auch immer, mit dem man an die Wand, hält man so ein kleines Ding irgendwie an die Wand, so eine Sonde und dann zeigt die in Digits, das ist die Einheit, eine relative Einheit für Feuchtigkeit in Wänden, die also nicht absolut ist, also man kann jetzt nicht sagen, es ist immer alles so und so viel Digits feucht, sondern also er hat einfach nur die Wände verglichen, oben, unten, Seite, alle möglichen Wänden.
Wände, wo wie feucht es da halt ist. Und der Grundwert quasi von unserer trockenen Wand auf der anderen Seite war 50 ungefähr, so 49, 50, 51. Und an den feuchten Stellen hat das Ding halt auch gepiept und dann war das irgendwie 150 oder so, also dreimal so viel. Und da war es dann halt feucht. Und das waren genau die beiden Wände von dem Schacht, die halt super feucht waren. Und deswegen, das war dann quasi der Beweis, dass es da runterkam. Pass auf, wir haben das jetzt hier alles drapiert. Ach du Himmel. Die eklige. Mir ist, Alter, mir ist Wasser aus dem Profit in meinen Schuh gelaufen. Junge, das kam, ich hab das Ding hochgehoben, das kam einfach da raus. Widerlich, ey. Und ist das alles im Büro? Stinkt jetzt nicht das ganze Büro? Ja, tatsächlich sondern die Geräte jetzt an sich nicht so viel Gestank ab. Aber der, Alter, im Raum geht gar nicht klar. Du kannst doch nicht atmen, das ist wie so Ammoniak-mäßig. Also ich stell mir wirklich vor, dass so tote Leichen riechen. So Verwesung einfach. Eklig. Ja. Ja, und meinst du das, was ihr da rausholt, das ist alles im Arsch? Also ich glaube tatsächlich, dass ein, zwei Sachen nicht im Arsch sind. Aber mindestens im Arsch? Zum Beispiel die, also der PSI-Lautsprecher ist, glaube ich, nicht im Arsch. Subwoofer ist, glaube ich, auch nicht im Arsch. Und die Bildschirme könnten sogar auch noch heile sein. Ja. Ansonsten hier das TC Electronic-Ding, das könnte auch noch heile sein. Aber ich glaube, so alles, was so da liegt, also gerade die Sims und so, die sind schon alle auf jeden Fall im Arsch, weil. Ja, wie gesagt, was hat der Kalcherreicher gesagt beim Rausholen? Da lief nichts raus, aber da steht ja das Wasser in den Paneelen hier drin, also gestern zumindest noch. Also der wird auch im Arsch sein. Die Rack-Geräte werden alle im Arsch sein, denke ich mal. Scheiße. Ciao. Ciao. Eklig alles. Jetzt habe ich diese Scheiße, diese Suppe in meinem Schuh drin. Ah, ich weiß jetzt sogar, was ich da gemacht habe. Ja? Da habe ich mir neue Gartenstühle gekauft. Ja, bei Jisk. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich mich noch. Ich laufe jetzt seit, weiß ich nicht, wann haben wir angefangen? So um 12. Ich laufe jetzt seit 3 Stunden laufe ich mit der Scheiße in meinem Fuß rum. Also mit der Plörre. Und ich habe es echt gerade vergessen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Jetzt will ich einfach nur nach Hause. We'll be right back.